Hallo, 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 hallo. Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich dir. Ups, noch zu später Stunde. Mal schauen, ob hier um die Uhrzeit am Sonntagabend noch jemand wach ist und hier noch auf Facebook in der Gruppe zuschaut. Lass ich mich mal gerade überraschen. Sonntagsabends war in meinem früheren Leben um die Zeit, um die Uhrzeit immer so ein mulmiges Gefühl. Das hat sich eigentlich schon sonntags mittags eingestellt, wo ich dachte, oh, morgen ist wieder Montag. Morgen hocke ich wieder am Schreibtisch für einige Stunden und frage mich, was mache ich hier? Ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Und vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Und ja, inzwischen muss ich morgens überlegen, was für Tag haben wir denn heute? Ist ganz egal, ob wir Sonntag oder Samstag oder Montag haben. Manchmal muss ich auch überlegen, wo bin ich denn überhaupt? Bin ich im Saarland oder bin ich auf Zypern, in Bali oder in Berlin oder in Prag, in Wien? Keine Ahnung. Ja, da kommt Freude auf. Und damit möchte ich dich auch anstecken, meine Liebe. Also, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du ja vielleicht, dass es eigentlich schon so Tradition geworden ist, dass ich im November so eine Seelenfreude-Challenge, Seelenfreude-Retreat, so in der Richtung etwas mache. Und eigentlich startet das am 1. November immer und dieses Jahr war das irgendwie gar nicht mehr so in meinem Blickfeld. Also ich hatte die letzten Wochen schon irgendwie dran gedacht, aber irgendwie war es dann wieder weg. Und heute Morgen habe ich mich ganz spontan dazu entschlossen, nochmal so eine Seelenfreude-Challenge stattfinden zu lassen, und zwar hier in der Gruppe. Diesmal nicht den ganzen November, sondern wir starten morgen, Montag, der 4. bis zum 18. November, also 2 Wochen etwa nur. Aber es wird sehr viel Anregendes für dich dabei sein. Ich werde dir viele Impulse geben, weil wie bin ich so auf die Idee gekommen? Und da ist heute so ein typischer Tag auch dafür gewesen. Der November, das ist ja so eine triste Zeit, wo es auch mir früher dann insbesondere nicht so gut ging, so leichte depressive Phasen, so noch ein bisschen näher am Burnout und so ein bisschen lethargisch, schon. Ja, weil draußen weniger Sonne ist, weil es trist und grau ist, weil es regnet und tralala und keine Ahnung was. Ja, so ist das entstanden. Und da, also ich habe ja vor 14 Jahren die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet und dann, ja, jetzt ja auch die Irmgard Anna Bronder Akademie und so ist ja alles irgendwie mal entstanden. Schon Kongresse gemacht, insbesondere halt Lebensfreude-Kongresse und insbesondere auch im November welche. Und das ist immer so gut angekommen. So, und jetzt habe ich mich, lange Rede, kurzer Sinn, heute Morgen kurzfristig dazu entschlossen, jetzt noch so eine 2-wöchige Seelenfreude-Challenge hier in der Gruppe zu machen. Vielleicht hast du es ja schon gesehen bei den Veranstaltungen, bei den Ankündigungen. Und ich habe heute so ein bisschen geschmökert mal noch in meiner großen Bücherschublade. Also ich hatte früher, hallo liebe Christina, ich hatte früher ja eine Riesenwand voller Bücher, unterschiedlichste Varianten und habe dann so vor ein paar Jahren einfach mal angefangen, ein bisschen minimalistischer unterwegs zu sein, habe vieles losgelassen. Hier gibt es noch einiges loszulassen. Das ist alles so ein Prozess, aber insbesondere viele Bücher habe ich losgelassen. Und ganz, ganz wenige sind jetzt nur noch in einer großen Schublade vereint. Und da habe ich eben mal ein bisschen geschmökert. Da bin ich auf ein Buch gestoßen, vielleicht kennst du das hier, The Secret. Das hier ist die Ausgabe von 2007. Und ich weiß nicht mehr genau, wann dieser Film dazu rauskam. Das Buch habe ich mir später gekauft, aber vorher. Das muss ja schon etliche Jahre vorher gewesen sein, habe ich diesen Film The Secret mal gesehen. Und das waren für mich so die Anfänge, zu beginnen, mein ansatzweise zu verstehen, auch wenn ich es damals noch nicht so umgesetzt habe, wie das dann später erfolgt ist.
dass alles in unseren Gedanken beginnt. Alles, was wir uns im Außen erschaffen, hat irgendwo mal der Ursprung in unseren Gedanken. Und da ja jetzt morgen Abend ab 21 Uhr, wo ich immer so für eine halbe Stunde live hier in der Gruppe bin, warum habe ich diese Zeit ausgewählt abends? Weil ich denke, da ist es für dich am leichtesten, am einfachsten einfach dabei zu sein und du kannst einfach mit diesen Gedanken, mit diesen Impulsen, mit diesen Anregungen, die ich dir da die nächsten zwei Wochen dann gebe, auf eine andere Art und Weise mal zu Bett gehen und wirst auf eine andere Art und Weise in den Schlaf finden und wirst deinem Unbewussten, deinem Unterbewusstsein da so ein paar andere Aufträge geben, dass das ja schon mal beginnt, wie so ein kleines Navigationssystem, dich in eine andere Richtung da einfach zu bringen. Ja? Das ist so der Grund, warum ich das abends ausgewählt habe und nicht morgens, weil ja, da ist man ganz schnell wieder im beruflichen Alltag gefangen und abgelenkt und dann ist der Tag vorbei und dann erinnert man sich schon gar nicht mehr dran, dass da doch irgendetwas war. So, und als ich vorhin so in meiner Bücherkiste da so ein bisschen geschmökert habe, habe ich gedacht, jetzt gehe ich doch mal live und schlage einfach mal dieses Buch hier auf, eine Seite, was ich da Spannendes für dich finde und wollte dir da einfach mal was draus vorlesen, weil ich glaube, das ist sogar eine Anleitung in dem Buch. Einfach, ich kann mich zumindest erinnern, dass ich das früher, als ich noch nicht ja, ganz so das Traumleben mir erschaffen hatte, wo ich jetzt gerade stehe, als ich da noch so diese großen Ziele vor Augen hatte und noch auf dem Weg war, dass ich dieses Büchlein da öfter in der Hand hatte und aufgeschlagen habe und da nachgelesen hatte und eine Botschaft gefunden habe, die gerade in dem Moment so richtig passend war. Und das finde ich jetzt auch, also ich habe ganz spontan hier aufgeschlagen und möchte mal eine kleine Passage davor lesen, was eigentlich ganz gut jetzt auch zur Seelenfreude-Challenge passt. Alles, was Sie wollen, sind innere Angelegenheiten. Die Außenwelt ist die Welt der Auswirkungen, sie ist nur das Resultat unseres Denkens. Schalten Sie Ihre Gedanken und Frequenz auf inneres Glück. Strahlen Sie die Gefühle von innerem Glück und Freude aus und senden Sie sie mit all Ihrer Kraft ins Universum. Dann werden Sie wahrscheinlich den Himmel auf Erden erleben. Also hier in der Sie-Form geschrieben. Was heißt das jetzt im Klartext? Gedanken sind nicht nichts. Ich bringe es jetzt mal mit meinen eigenen Worten hier wieder. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind wie alles eine Form von Energie, die wir aussenden. Und wir befinden uns halt aufgrund verschiedener Gegebenheiten, aufgrund verschiedener Muster und Prägungen, was wir in der Kinderstube so übernommen haben, über uns gestülpt wurde, was wir vielleicht auch an karmischen Themen mitgebracht haben, was auch immer, ist eigentlich völlig wurscht, befinden wir uns sehr, sehr viel auf der Frequenz des Mangels. Vor allem natürlich auch in finanzieller Hinsicht, was aber auch Auswirkungen auf alles andere hat. Also ich bin der Auffassung, man kann nicht nur so ein Puzzleteil sehen, sondern wenn man das große Ganze betrachtet, so wie es ja ein großes Ganzes gibt, so ist alles ein Puzzleteil davon und so kann man den beruflichen, den privaten, den gesundheitlichen und den finanziellen Bereich nicht separat sehen, sondern es darf alles ineinander greifen, damit wirklich alles ja, im Außen eine solche Lebenswirklichkeit annehmen kann, wie wir sie uns aus dem ganzen Herzen schaffen. Und so haben wir einfach auf einer unbewussten Ebene geschieht das, befinden wir uns auf so einer Gedankenfrequenz und senden da so in vielen Bereichen einfach Mangel aus. Das ist wie ein Radiosender. Ich bin ja jetzt gerade hier im Saarland und Radio Saarbrücken kann nicht Radio Stuttgart empfangen, wenn es nicht auf dieser Frequenz sendet und empfängt. Ja? Und das Universum, das sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und wenn wir diese Gedanken aussenden des Mangels, sagt das Universum auch, dein Wunsch ist mir Befehl und schickt uns noch mehr Mangel ins Leben. Vom Kopf her wundern wir uns dann und denken, das kann doch nicht sein, das,
Das will ich doch eigentlich gar nicht mehr alles. Ich will doch endlich raus aus diesem Schlamassel. Sorry, wenn ich diesen Ausdruck jetzt so verwende, Schlamassel. Ich habe das bei mir früher wirklich immer als Schlamassel bezeichnet. So, und dann wundern wir uns auf der einen Seite mit unserem Kopf, warum finden wir jetzt im Außen schon wieder diese Lebenswirklichkeit hier vor, die ich doch eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Und das fängt alles in uns an. Also sobald wir anfangen, andere Gedanken auszusenden, uns von dieser etwas niedrigeren Schwingung des Mangels von unseren Gedanken ein bisschen höher schwingen auf Fülle, sagt das Universum auch, dein Wunsch ist mir Befehl. Und so finden wir dann mehr und mehr im Außen. Das geht nicht von auf Fingerschnipp von einer Minute auf die nächste. Also ich weiß auch Geduld eigentlich nur, wie man es gerade schreibt, aber ansonsten ist das für mich auch ein Fremdwort. Nur letzten Endes darf man sich auch ein bisschen in Geduld üben, was jetzt nicht heißt, dass man jetzt die nächsten 30 Jahre noch mal so rumdümpeln muss im Schlamassel, wie man das bislang hat, sondern man darf da in kleinen Schritten, in kleinen Etappenzielen auch dranbleiben. Und dann wird man plötzlich schon nach kurzer Zeit merken, wie sich schon etwas verändert hat. Das kann ganz schnell gehen. Dann in 2, 3, 4 Wochen merkt man schon, was für auf was für einem anderen Weg man einfach ist. Ja? Und so geht es letzten Endes darum, sich auf eine andere Gedankenebene, auf eine andere Schwingungsebene zu begeben und diese Gedanken ans Universum hinauszusenden, damit das Universum, wie immer, auch da sagen kann, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und dir mehr Fülle in dein Leben schickt. Und darum wird es in den nächsten 2 Wochen da verstärkt ergehen. Jetzt hast du mal so eine kleine Vorahnung bekommen, was wir da gemeinsam machen werden, damit du wirklich mal beginnst, Schritt für Schritt anders zu denken, um dir damit einfach eine andere Lebenswirklichkeit, also die Lebenswirklichkeit im Außen zu erschaffen, die du wirklich von Herzen möchtest. Und das ist so mein Anliegen hier für dich, dass wir das die nächsten 2 Wochen gemeinsam machen. Ja? Und vielleicht eine kleine Übung für heute Abend schon mal für dich, wenn du zu Bett gehst. Was könnte ich dir spontan mitgeben? Vielleicht magst du dich einfach mal, und das kannst du machen, ganz gleich in welcher Situation du bist jetzt. Vielleicht magst du dich einfach mal an ein Ereignis zurückerinnern, sei es in diesem Jahr, sei es irgendwann in früheren Jahren, egal wann, völlig wurscht. Sei es auch als Kind, egal, was dir gerade so spontan in den Sinn kommt. Und wenn du in diese Energie eintauchst, wo es dir mal so richtig gut ging, wo du so einen Glücksmoment hattest, nimm dir mal diesen Gedanken, dieses Ereignis vor und geh heute Abend mal mit diesem Ereignis dann einfach zu Bett. Und schlaf mal in Gedanken an dieses Ereignis ein, mit so einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Und dann schaust du mal, ob du dann vielleicht auch schon mal ansatzweise merken kannst, dass du auf eine andere Art und Weise ein bisschen erholsamer in den Schlaf findest, vielleicht auch einen anderen erholsameren Schlaf überhaupt heute Nacht hast und morgen früh vielleicht auch so ein bisschen mit einer anderen Energie, vielleicht auch schon mal mit so einem kleinen Lächeln aufwachst. Probier's mal aus. Ich freue mich auf dein Feedback dazu. Und freue mich natürlich auch auf die Begegnung die nächsten 2 Wochen hier mit dir. Abends immer um 21 Uhr, so für eine halbe Stunde, um dir da weitere Impulse zu schenken. Okay? Nicole, hallo liebe Nicole, schön, dass du dabei bist. Du hast eine wahnsinnige Energie und eine so durchdringende Ruhe. Ich danke dir dafür. Danke, liebe Nicole, für dein Feedback. Das freut mich sehr. Mit diesem wunderbaren Kompliment werde ich dann heute Abend zu Bett gehen und einschlafen. Schön, danke Nicole. Also ihr Lieben, ich freue mich auf euch, auf die Begegnung die nächsten 2 Wochen hier, dass wir uns verabschieden von dieser tristen Novemberenergie und mehr in die Freude kommen und mehr, das ist mein Anliegen an dich, dass du merkst,
dass du dir selbst deine Lebenswirklichkeit im Außen so erschaffen kannst, wie du es wirklich willst. Und mit den Gedanken fängt alles an. Natürlich darf man im zweiten Schritt auch ins Handeln kommen. Also nur positiv denken und vielleicht auch mal umsingen, das geht auch nicht. Also ins Handeln kommen darf man natürlich auch. Aber darüber werden wir dann die nächsten Tage noch sprechen. Hallo liebe Birgit, schön dich zu sehen. Liebe Birgit, ja schön. Ich freue mich auf die nächste Begegnung auch mit dir. Okay, also ihr Lieben, ganz liebe Umarmung. Habt einen wunderbaren Abend noch. Gutes Nächtle und bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.